Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von. Mit einem neuen Spiel von. Shadow of Tomb Raider. Alter, habe ich das alles richtig? Okay, gut. Yep. Alles richtig. So, dann würde ich mal sagen. Ja, das ist das neue Teil. Wie ihr seht, ich habe jetzt ein neues Grafik. Also. Man sieht die Grafik ein bisschen schärfer. Ja, das liegt auch daran, ich habe mir jetzt einen PlayStation Pro gekauft und die alte verkauft. Ja. Ich merke schon den Unterschied. Echt schärfer haben die das gemacht. Richtig schön scharf. Die PlayStation 4 Pro hat ein besseres Textur. Also ich kann mich nicht beschweren, nicht beklagen. Also echt geil, aber lass uns nicht zu lange quatschen, direkt anfangen. Ja, man sieht sogar. Achso, ja Leute, ich habe mal so einen kurzen Test gemacht, wie das ist. Also nicht wunderbar, ich fange wieder von vorne an. Und ja, wie ihr seht, Leute, extra Gräber, es sind auch die DLCs dabei. Das nennt sich auch Definitive Edition. Oder? Glaube ich. Ja. Das sind alle DLCs dabei. Extra Missionen. Das können wir dann später machen. Wenn wir die Mission zu Ende haben. Also in Hauptstory. Und ja. Da würde ich mal sagen, nicht so lange quatschen. Lass uns direkt weiter anfangen, oder? Ja, komm. Leer. Normal. Shadow of Tomb Raider wurde von einem kunterbunten und talentierten Team verschiedener Geschlechter, Hintergründe, Ethnien, Religion und persönliche erschaffen, obwohl dieses Spiel nicht auf wahren Ereignissen passiert und eine erfundene Geschichte erzählt, wurde es dennoch mit der Hilfe von historischen und kulturellen Beratern entwickelt. Diese Vielfalt von Partnerschaft waren entscheidend in der Entscheidung der Welt. Die sind kurz auf. Fick dich doch einfach! Für unseren Freund Mike Sherlock. Gesundheit, Aki. Hey, nicht im Fenster. Jonah, hörst du mich?
hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. So, wir sind jetzt da. Okay. Alter, was hat die denn drauf? Außer was noch kann, ey. Scheiße. Okay, komm, weiter nach oben. Auf mit dir! Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Ja. Man sieht schon, ich sehe schon die Texturen hier. War in der PlayStation 4 nicht so. Echt geil, ey. Warte mal kurz. Ich will mal kurz mal sowas checken. Hohe Framerate. Scheiße aus, so. Jetzt hohe Auflösung. Weil Auflösung ist eigentlich besser. Na, ich lasse die hohe Auflösung, ist viel besser. So. Weiter geht's. An überhängen. Das kann die sogar, die ist Spider-Man. Achso, sie hat was in der Schuhe, damit sie noch extra hochklettert. Jawoll. Auf mit dir. Komm, rauf.
Dramatische Musik. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Oho, was ist das? Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, das geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Verwischt hier seine Spuren. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Los! Los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine, die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Was? Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen.
Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. So, wir befinden uns jetzt in Mexiko. Ja, bei der... Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Ja. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Wir befinden uns jetzt in der mexikanischen Fiesta. So, erstmal ein bisschen. Das viele Essen lässt meinen Magen knurren. Hättest was essen sollen. Ich war zu aufgeregt. Wie üblich. Die Jugend ist bei den Jungen verschwendet. So sagt man. Bei mir nicht. Ich hatte eine wilde Jugend. Das glaube ich dir. Ach, ja, stimmt, das kenne ich. Das müssen wir nehmen. Ganz gut, solange ich nicht dran denke. Leider kein Energy. Oh, schade. Wir erkundigen erstmal hier. Wow, die Grafik muss ich echt sagen, echt geil, ey. Oh. Bitte, probier. Riecht sehr lecker. Hast du jetzt Zeit zum Essen? Ich passe mich an. Ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Da hat Jonah recht. Jonah, er ist am Tor. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut.
Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Okay, dann weiter geht's. Ah, was habe ich denn da? Moment. Medizin. Inventar. Ja, das kenne ich schon. Ah. Um die verborgene Stadt zu finden, musst du am Ufer nach Süden gehen, bis du den rosa Fisch siehst. Folge dann dem Herz der Schlange zu dem silbergekrönten Berg, wo sich die Zwillinge beratschlagen. Cool. Dieser Stern ist Alphard, der Alleinstehende. Der hellste Stern am Westhimmel und das Herz des Sternbildes Wasserschlange. Es ging vor 2000 Jahren im Westen unter. Ich hoffe, dort finde ich die verborgene Stadt. Ja, kann ich nichts sehen, aber egal. Weiter geht's. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Was soll ich denn finden? Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Was denn jetzt? 8 oder 0? So, weiter. Trinity ist eine uralte Geheimorganisation unter der Leitung eines den Illuminaten ähnlichen Hohen Rates, der schon vor der Geburt Christi existierte. Sie sind fest entschlossen, jegliche antiken Artefakte auf der Welt zu finden und für ihre Zwecke zu nutzen. Ich mache Jagd auf sie, seit ich herausgefunden habe, dass sie meinen Vater getötet haben. Jonah und ich haben seitdem etliche Trinity-Zellen gefunden, aber sämtliche Ruinen und Gräber, die wir entdeckt haben, waren bereits zerstört. Abgesehen von denen in Cozumel. Ich muss rausfinden, worauf sie es abgesehen haben und welches Ziel sie verfolgen. Und dann muss ich sie aufhalten. Aha. Weiter? Jonah ist ein Überlebenskünstler und guter Freund. Ich habe ihn vor einigen Jahren bei meiner ersten Expedition an Bord der Endurance kennengelernt. Er brachte mich gleich bei unserer ersten Unterhaltung zum Lachen, indem er mich kleiner Vogel nannte. Wir haben seitdem viel durchgemacht und Jonah war immer für mich da, seit der Kontakt zu meiner besten Freundin Sam abgerissen ist. Er begleitete mich nach Kites und half mir, die göttliche Quelle zu finden, das Artefakt, nach dem mein Vater gesucht hatte, als er getötet wurde. Nachdem ich die göttliche Quelle zerstört hatte, um zu verhindern, dass die Trinity in die Hände fällt, hat mir Jonah dabei geholfen, den Orden Zelle für Zelle zur Strecke zu bringen. Als ich die Notizen meines Vaters vollständig entschlüsselt hatte, hielt Jonah Cozumel für den besten Ort, um unsere Suche zu beginnen. Und obwohl ich ihm anfangs nicht geglaubt habe, hatte er recht. Die Ausgrabungsstätte in Cozumel war als einzige noch nicht zerstört. Und jetzt weiß ich auch warum. Trinity weiß, dass noch ein Teil des Puzzles fehlt. Ich muss rausfinden, was es ist, bevor sie es tun. Ja, Jonah, den kennen wir in der ersten Folge, also das erste Tomb Raider. Weiter geht's. Ich muss schon sagen, ey, geile Grafik. Geile Grafik. Verzeihung. Verzeihung. Oh, richtig. Ein Friedhof? Warum ausgerechnet da hier? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Ach, da ist was. Wir haben es nie in die Flitterwochen geschafft. Mein herzliches Beileid. Vielleicht mache ich die Reise allein. Armer Kerl. Das nicht mal, Liebe. Verzeihung. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, du hast recht. Sie
Verzeihung. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Na, mach das mal. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. So, wie geht's weiter? Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Lara Croft kaukasisch? Sie sieht mehr aus wie südländisch. In meiner Sicht her. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Okay. Okay, Monsieur. Was hast du jetzt? Lo siento! Keine Sorge. Lauf, spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Okay. Ach, weißt du was? Den ganzen Mist kenne ich hier. Mal hoch mit dir. Jawohl, schmeißt es weg. Ach, ein Bögen. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Okay, komm weiter. Das Gebiet untersuchen machen wir mal. Lautlos ausschalten. Das war wirklich aber sehr lautlos. Dass das nicht gemerkt hat, ey. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich hab Geld. Ich kann bezahlen. Eins, zwei und drei. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Okay, warte. Hier ist Commander Rourke.
Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Ja, Schnauze, Lara. Ich will erstmal durchsuchen. Ihr kennt mich, Leute. Sammler. Jawohl. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Ach, da, warte mal kurz. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Oh, halt die Fresse! Oh, 50 Münzen. Diese Figur. Das ist X-Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak-Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak-Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Okay. Ich muss da runter. X-Chell und Chak-Chell sind zwei Gesichter derselben Göttin. X-Chell ist die junge Frau, die für Leben und Heilung steht und mit dem Vollmond assoziiert wird. Chak-Chell ist die alte Frau, die für den Tod steht und mit dem Neumond assoziiert wird. Gemeinsam stehen sie für Dualität und den Kreislauf von Leben und Tod. Hey! Okay, das müsste gehen. Ja, das müsste auch gehen. Alles klar. Voll. Hier ist Commander Rook. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Weiter geht's. Ich muss mich beeilen. Ja, da beeilen wir uns mal. Okay. Kann sein. Das gab's. Das war in der Feuerreihe nicht so. Okay. Ah, okay. Ich schaff das. Und? Die Statue blickt zu dieser Höhle. Wow, geil. Nach oben? Nein, nach unten. Ah, okay. Verstehe. Ah, das kenne ich ja schon eigentlich. Ich dachte, ich wäre runter. Das ist es. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Weiter geht's. Ah. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Ja, dann mal gucken, was hier gibt. Irgendwas, was ich so neben aufträge? Nee, oder? Ach, die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Das glaube ich dir.
Dieses Dokument beschreibt eine Art Reise oder Pilgerfahrt der Maya. Sie hatten anscheinend einen Gegenstand von großer Wichtigkeit bei sich und reisten nach Süden zur Quelle des Rosa Fisches. Der Amazonas. Genau wie Jonah gesagt hat. Aha. Weiter geht's. Ah, ich hab auch Waffen. Geil. Alles klar. Falle wird ausgelöst. Verkackte Ratten. Was ist das hier? Keine Ahnung. So, ach, Pilze. Noch mehr Pilze. Noch mehr. Ist unten noch was? Ja, schon, ja. Durchweg, genau. Da ist was. Noch ein Grab. Ah, da ist was oben. Wegen der Ausrüstung, das ist ja klar. Noch ein Grab? Ah. Dieses präkolumbianische Keramikgefäß stellt offenbar die Unterhaltung zweier Götter dar. Die Glyphen zwischen ihnen sind nicht zu entziffern. Riecht leicht nach Pilzen. Ah, warte mal. Geht doch. So, jetzt ab nach unten. Boah, es geht jetzt noch tiefer und noch schmaler. Oh nein. Ich brauche keine Luft. Ich schaff das schon. Geh weg, du Ding, du Scheißding. Oh, ja, oh, es wird noch enger. Noch enger. Yeah.
das war knapp. Okay, weiter. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Da ist was. Ah, hängt nicht Licht. Ah, da ist eine Falle. Auflösen. Jetzt mal erkunden wir mal. Ja, ich kenne den Scheiß. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Es ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Weiter geht's. Hoppala. Ach, du Idiot. Da. So. Ah. Irgendwas zu sammeln? Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Ah, bleib uns gut. Wo lang geht das jetzt? Achso, da. Jawohl. Und schieben. Jetzt an Händlern. Ah, ich kann verkaufen. Geil. So, und was jetzt? Ach du Scheiße. Ach da! Mit dir bitte. Danke. Ach, da ist was. Die Würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden, der Göttin des abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes, der Großmutter aller, ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Mhm.
Moment. War ja klar. Das war ja klar. Wo unten ist was? Das will ich mal gerne mal sehen. Scheiße, Lara. Pass auf. Oh, das war knapp. So, ach, da ist noch was. Ah. Katholik aktualisiert. Ein Dokument und ein Schatztruhe. Wie geht's weiter? Was ist da? Wir machen erstmal, ich hol die zwei erstmal schnell. Dann gehe ich bis ein paar Schritte voran. Danach mache ich einen Cut. So. Ich glaube mal, ach. Ja, schon zwei, drei erledigt. Ah, nein! Nicht fallen, du blöde Kuh. Das Dokument habe ich wirklich übersehen. Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brachten Dornen hervor, so lang wie die Finger eines Mannes und scharf wie Klingen. Geh weiter. Ja, gehen wir mal dahin erstmal. Gold. Und da ist die Schatztruhe. Und jawohl, man braucht dafür, was braucht man dafür? Ein Dietrich. Umsonst gemacht den Weg, aber immerhin wissen wir das. Immerhin wissen wir es, was wir brauchen. So, jetzt mache ich nur ein paar Schritte. War da irgendwas? Nee, doch nicht. Oder? Warte mal. Ja. Los, bitte. Ach stimmt, ja, da muss ich gehen. Oh, es war die Glockenplattform hängt fest. Okay, ich muss sagen, ich mache jetzt den Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like nicht vergessen. Da sage ich Olu, Oruwa, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.